So, herzlich willkommen an alle YouTube-Zuschauer. Wir machen mal weiter bei SnowRunner. Ich habe jetzt schon ein bisschen die Karte freigespielt, damit ihr auch mal einen Überblick von der Karte bekommt, wenn wir drüber schauen. Und aktuell ist der Auftrag Werkzeuglieferung an die Farm mit dem Schiebeplanauflieger. Das sollte jetzt natürlich nicht so schwer sein. Ja, ich habe zudem heute mal mein Lenkrad mit angeschlossen. Mal schauen, ob ich damit einigermaßen klarkomme. Genau, schauen wir mal. Oh, wie kann man denn jetzt wieder der Rückwärtsgang hier? Oh, hier. So. Anhänger ankuppeln hört sich gut an, nämlich. Auf zur Farm. So. Ich meine, zur Farm ist es jetzt mal nicht aus der Welt, ne? Verschwindet jetzt hier meine Maus nicht? Oh, Baum. Geht schon gut los. Die ersten 3 Meter. Ich will doch nicht abkuppeln, bin doch nicht verrückt hier. Ich will doch zur Farm fahren. So, gib ihm. Kämpft sich schon mal gut durch. Schauen wir mal. Wollen noch irgendwie bis zur Farm kommen. Zoomen uns mal ein bisschen den festen Untergrund, weil ich glaube, das wird jetzt ganz schön schwierig. So. Schiebeplanauflieger. Bin aufgestiegen, jawohl, Rang 3, es läuft ja ganz schön laut das Ganze. So, was haben wir jetzt noch im Angebot? Da war es nicht. Da war es auch nicht, da war es. So. Also gut. Da ist jetzt eigentlich nasse Ernte. Was ist denn nasse Ernte? Ach du grüne Neune. Wo soll man denn das hinbringen? Mit dem Ding. Da sind wir 3 Tage beschäftigt. Zweimal Ziegel, zweimal Holzplanken, einmal Stahldrecke. Ich glaube, ich habe doch da hier noch so einen Schmangel rumstehen. Einmal Ziegel und einmal Werkstattzubehör, glaube ich. Was haben wir noch im Angebot? Lieferung. Zweimal Verbrauchsgüter und zweimal Holzplanken. So, da und wo müssen wir aufnehmen? Da ist Holzplanken und Verbrauchsgüter. Wo gibt es denn die? Wahrscheinlich im Lager, schätze ich mal. Na, dann bringen wir doch jetzt mal die Holzplanken von hier nach da. So, machen wir. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Rückwärtsgang rein.
Lieferung an Stahllager. Ein Tankanhänger? Ach du grüne Neune. Ich will doch gar keinen Tanklager. Anhänger. Zweimal Verbrauchsgüter und zweimal Holzplanken. Ist klar. Okay, gibt es den LKW auch einen schnell oder? Freie Fahrt mit Marzipan. Verbrauchsgüter. Na, schauen wir mal. Irgendwann hier habe ich irgendwann meinen Anhänger stehen gelassen, glaube ich. Der müsste leer sein. Ich das so willkürlich einfach in die Bamba reingestellt habe. Kann aus dem Dreck ziehen. Nee, ist nix. Hat er gesagt. Kriege ich denn das besser hin? Das ist schwierig hier mit Lenkrad und nicht Lenkrad. Eigentlich mit denen da. Jetzt sieht's so gut aus. Ja, so gefällt mir das viel besser. Ja. Oh, ruhig braune. Wie kann man sich denn mit so einem kleinen LKW hinter hier festfahren? Das ist doch der Wahnsinn, oder? Löchchen und voll festgefahren. Das kann ja noch lustig werden. Oh, oh, oh. So, schauen wir mal, ob wir das Ding angekoppelt kriegen. Ohne umzukippen am besten. Ich weiß nicht, irgendwie immer wenn ich was aufnehme, ist es mitten in der Nacht. Wenn ich hier reinkomme, ist es nachts bei LS, bei The Fight ist es gerade momentan Nacht. Immer ist es Nacht. Mal, ob es geht. Ah, läuft. Muss man nur hier irgendwie da rauskommen. Und am besten auch noch rumkommen, das ist ja nochmal eine andere, ganz anderes, andere Liga. Naja, probieren wir es mal. So sollte man es schon mal nicht tun. Oh. Ich fahre gleich dahinter lang. Geht das? Nee, es geht nicht. Lieber nicht. Aber wenn einer zuguckt, ne? So. Wird es denn reichen? Nein, es wird nicht reichen. Wenn ich hier noch 20 Mal hin und her fahre, dann haben wir ein Riesenproblem, dass ich mich dann selber auf der geraden Straße sogar festfahre. Ne? Aber jetzt, das geht nicht.
So, jetzt aber. Jawohl. So, wo müssen wir hin? Das war Holz. Holz, Holz, weiß ich, wo es ist. So, wollen wir lieber innen fahren oder außen? Oh. Kann ja lustig werden. Machen wir das von Differentialsperre rein, wenn es lustig ist. Dann wechseln wir mal die Innenansicht. Dann tun wir das Ding wieder raus. Darauf jetzt. Na jawohl, es wird. Und es wird auch langsam heller. Sehr schön. Rauchsgüter. Ich muss sagen, mit Lenkrad lässt sich das echt schon entspannt fahren. Das ist nur gewöhnungsbedürftig. Ich versuche es morgen auch mal bei der Aufnahme im LS mit Lenkrad. Mal schauen, ob es funktioniert. Naja. Alles durch und hier scharf rechts rein. Oh, eieieiei. Aha. Anhängerabzug, ich will keinen Anhänger abkurbeln. Was soll denn das mit so? Ich brauch den doch. Wow. Ja, Schaden. Ich bin ja nochmal ein netter Schadentyp, aber das war jetzt echt nicht beabsichtigt. Oh, da gibt's eine Lupe. Was ist denn die Lupe? Da habe ich so Sonderdinger, ne? Ich glaube, ich muss das Force Feedback noch ein wenig aktivieren, weil es fehlt mir hier ein bisschen, dass das Lenkrad rumreißt. Das lässt sich zwar wunderschön kurbeln, aber das ist schon nochmal eine andere Liga. Was wollten wir jetzt? Zweimal Holzplanken. Da kriegen wir theoretisch einmal auf dem Anhänger und einmal auf dem LKW, ne? Schauen wir mal, mit der Frage ist auch. So, stopp. Handbremse, immer Handbremse rein. Automatisch beladen, hört sich gut an. Ist schon drauf? Ja. Moment mal. Oh, jetzt habe ich hier wieder viel. Braucht doch nur, ja moin. Ja, gar keinen Anhänger gebraucht. Wo kriege ich jetzt Verbrauchsgüter her? Wie kriege ich jetzt die Dinger da weg? So, wir brauchen nicht. Anhänger. Anhänger. Anhänger? Soll ich noch mehr mitnehmen? Nee, bringt mir nichts, ne? Ist ja sehr kurios, das Ganze. Truck, Anhänger, Fracht entladen, Fracht entfernen. Flup. Ha! Flup. Verlassen. Und dann gehen wir heute noch mal rein und nehmen auf dem Truck eine noch mit, ne? Holzplanken, jawohl. Holzplanken aufladen. Gut. Abfahrt. So, warte mal. Moment, kriegen wir da irgendwie darüber? Ne, das schaffen wir mit dem LKW nicht. Da müssen wir noch mal außen rumfahren. Ach, wir müssen die Anstattlage. Nö, das ist ja easy. Zack, 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 ui, zack, gut, raus hier, mach die Kamera, können wir da wenden, wir fahren da rein und da rum oder was?
weil ich den Anhänger gar nicht mitnehme, ne? Eigentlich. Ach, da lang. Das war dann nur ein bisschen angedockt. Aufwand Stadtlager. Ich glaube, ich lasse den Anhänger aber echt mal da, ne? Moment. Anhänger lösen. So, weiter geht's. Boah, geht schon viel schneller los. Jawohl. Einmal rechts rum, bitte. Wo ich jetzt eigentlich da auch hin, ne? Oh doch. Ah ja. Kollisionskopplung umgekehrt, Gas. Nee. Ich wollte doch auch du grünen haben. Was gibt's denn da alles? Ja, nein. Gibt's da nicht Force Feedback? Empfindlichkeit, Rückkopplung, Kollisionsrückkopplung, was ist das? Kraftrückkopplung, na, gehen wir mal höher. Oh. Hört sich gut an. Exit, weiter spielen. Gehen wir richtig weg. Yes. Habe ich dann irgendwie Spanngurte noch anbringen müssen? Oh ne, alles gut. Passt. Safety first. So, haben wir unsere ersten Punkte schon erreicht, hätte ich jetzt mal behauptet. Eieieiei. Das ist die Maus an. Sondern brauchen wir noch Verbrauchsgüter. Zwei Stück. Scharf links. Der Zaun. Sieht gut aus. Kann er sehen. Holzplanken bestellt. Entladen. Hä? Ah, ja moin. Brauchen wir noch? Kartons. Verbrauchsgüter sind. Ich glaube zu wissen, dass die hier sind. Naja, wie fahren wir denn da am dümmsten? Die Holzbrücke ist noch nicht ganz. Da hinten ist alles noch kaputt. Da bringen wir dann am besten vorn rum, ne? Flup, flup, flup. Hey, wer denn sagt dahin? Ach so. Das ist die gefallene Strommast noch, die müssen wir auch noch machen. Aber das könnte länger dauern. Ja, das ist ein ganz schön weiter Weg. Ich würde mal sagen, für alle, die YouTube schauen, das seht ihr in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao.